Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Episode Die Sims 4. Ja, was ist da nicht alles passiert? Was ist denn mit unserem Treppengeländer? Achso, warum ist das pink? Hä? Was ist denn da los? Ja, ich hoffe, es geht euch gut hier und wir müssen natürlich jetzt weiter hier schlawinern. Ich bin ja ein bisschen jetzt so in der Phase, wo ich sage, ja, Sims, was kann hier noch passieren? Ja, was könnte die Zuschauer noch interessieren? Weil so viel passiert ja nicht mehr, es wiederholt sich inzwischen nur noch alles. Naja, wir müssen auf jeden Fall daher jetzt mal eine Entscheidung treffen. Ja? Wir müssen irgendwie, achso, ich muss ja noch ganz kurz, nee. Wir müssen erstmal dafür sorgen, dass wir bald einen neuen Mitbewohner kriegen. Und ich habe auch schon jemanden im Auge. Und den lassen wir heute in die einziehen, denn zwei Personen werden heute miteinander verkuppelt. Ah, wer könnte das bloß sein? Also, pass auf. Ach, da muss ich, glaube ich, nochmal. Ich glaube, ich muss da eigentlich wieder ins Hauptmenü zurück, oder? Ich probiere es mal. Vielleicht geht's auch so. Also, so, pass auf. Suchen wir mal das, was ich meine. Ihr wisst, wen ich meine. Oh, lecker, lecker, lecker. Aber wenn schon, möchte ich sexy Frikadella-Schrimpel im Haus wohnen haben. Ja. Ich meine, die ist ja die pure Sexkanone. Und die soll bei uns einziehen. Ja. Da ist sie. Also, sorry, aber... Was ist das? Was ist das denn, Alter? Alter Schwede, das ist denn... Oh mein Gott, Alter, was ist das? Oh mein Gott. Oh nein. Bitte guck ihr nicht auf den Hintern. Alter, ist das krass. Warum sind meine ganzen Treppengeländer pink? Was ist da los? Okay. Ich will erstmal ins Bett. Oh, nee, Alter. Was ist das denn für eine Scheiße, bitte? Okay, Frikadella ist am Schlafen. Ja, Gronkh soll auf jeden Fall die Beziehung mit Frikadella eingehen. Das haben sich ja viele gewünscht. Oh, Mann. Vielleicht können wir ja auch eine Dreierbeziehung machen. Dass der Sarazar auch was mit Frikadella anfängt. Der Gronkh und Sarazar sich dann über Frikadella streiten. Ja? So, mal verwenden hier. Aber auf dem Pott, mein Guder. Ach, herrlich. Ne. Bin ja ein bisschen angewidert, ne. Aber was ist da? Ey, hier sind voll die Grafikbugs. Seht ihr das? Guck mal, die Treppe. Naja, die Sims halt, ne. Da machst du nix. Tobi, du musstest, glaube ich, ins Bett, genau. Ah ja. Papiertüte. In diesem Park versucht jeder, irgendein Geschäft zu machen. Deshalb befinden sich hinter die Mülltonne geklemmte Papiertüten sicher und auch keine Butterstuhlen. Es könnte aber auch arrangiert sein. Warte mal, worum geht's eigentlich? Patrick kann die Tüte entweder klauen oder liegen lassen. Ah, okay, hinter hinter Mülltonnen klemmen Papiertüten. Und der Patrick könnte die jetzt klauen. Und die Papiertüten sind eigentlich dazu da, um die Geschäfte im Park wegzumachen. Also ihr wisst. Ah, und Pipi. Wir machen mal die Tüte klauen, gucken, was passiert. Was arbeitet der Patrick überhaupt nochmal? Warte mal. Anscheinend hat Patrick einen Hundehalter. Nee, oh, anscheinend hat ein Hundehalter Patrick an der Nase herumgeführt. Mit der Tüte. Das ist ärgerlich. Ich finde es ein bisschen komisch, dass unsere Treppe pink ist. Naja. Okay, der Sarazar möchte auch ins Bettchen. Oh, schlafen gehen, kleiner Sarazar. Macht sie natürlich den umständlichsten Weg aller Zeiten. Boah. Der Benny, den müssen wir aber erstmal wieder fit kriegen. Wo ist denn unser Monster? Hier. Sind jetzt alle am Schlafen? Ne, Sarazar ist gerade auf dem Weg. Tobi, ne, Gronkh ist schon am Schlafen. Kurier ist am Schlafen. Tobi ist am Schlafen. Und ich bin auch, okay. Eigentlich fehlt nur noch der Sarazar. Der Patrick ist der Einzige, der natürlich arbeiten ist. So, jetzt wird hier im Haus. Oh, irgendeiner? Achso, ne, doch. Sind alle am Schlafen. Oh, da wird gerade jemand wach. Ah, der Benny. Ja, habe ich mir schon gedacht. Das war nur eine Frage der Zeit. Oh, der muss ganz dringend auf den Pott.
kann sich auch direkt mal irgendwas zu futtern machen, oder? Wobei, der Benni kann nicht so gut kochen. Der kann sich ja mal... schnelle Mahlzeit. Soll sich mal kurz hier einen Joghurt reinpfeffern. Bei der Musik, ne? Okay. Wo ist der Benni denn? Oben, ne? Ja. Guck mal, jetzt ist die Blase schon mal hier wieder. Hände abtrocknen. So, Benni isst sich was am Essen. Ich musste kurz einen Schnitt machen. Sorry, ich hab mir kurz was so trinken noch geholt. Habe ich ganz vergessen. Mitten in der Aufnahme. Ich, Experte. So, Benni. Also nichts ist passiert. Benni ist wach und hat Hunger. So. Oh, Joghurt. Joghurt schmeckt lecker. Mm. Joghurt. Ich habe noch nie mal Joghurt gegessen. Mm, lecker, lecker. Rein damit. Ein Löffelchen für Mama, ein Löffelchen für Papa, ein Löffelchen für Tommy, Flo und Domi natürlich auch. Mm. Ah, jetzt geht's mir direkt viel besser. Ich sitze hier rum, sinnlos und starr durch die Gegend. Ich weiß nicht wohin, aber ich bin der Coolste. Ich bin der Hausmeister, Benni. Hm, mein Akku ist leer. Könnte mich jemand da hinten wieder mal an der Schnur aufziehen? Oh, ich glaube, ich gehe mal wieder ins Bett. Jetzt habe ich ja was gegessen, war mein Pipi mal leer machen. Und jetzt ist es halt schlafen zu gehen, nachdem ich sinnlos in der Küche rumsaß, nachdem ich mein Joghurt gegessen habe. Ich gehe nach oben. Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3, Stufe 4, Stufe 5, Stufe 6, Stufe 7, Stufe 8, Stufe 9 und da bin ich auch schon oben. So, bin meine kleinen knappen Shorts. Ups, da ist er gleich rausgefallen, der kleine Pipi-Mann. Aha, jetzt schön die Decke und gute Nacht. So, jetzt schlafen wir alle im Haus. Das Ungetüm schläft auch. Boah, ey. Ist jetzt wieder jemand wach? Jetzt ist wieder... Ach, Patrick hat heute 91 verdient und hat tolle Arbeit geleistet. Ja, also, ich bin ein wenig erschöpft. Was mache ich denn jetzt? Oh, ich muss dringend ins Bett. Schnell. Oh, da penne ich bei einem Schlafen ein. Stehen. Copy und paste, nur anders. Nee, ab ins Bett. Oh. Ich muss über Geld nachdenken, YouTube Money. Welches Bett kann ich mich denn legen? Ist irgendwo eins frei? Nein. Weil Frikadella im Bett schläft. Da will man sie nicht reinlegen. Kann er da ihr Nickerchen machen? Dustin, macht die Folge bereit. So. Da ist das Bett. Strecken. Und dann verrecken. Gute Nacht. So. Ich träume, dass ich mal famos werden will. Ein bekannter YouTuber. Hey. Ha. Schon wieder der nächste war. Der Gronkh wieder. Oh, die Blase drückt. Dann mal hier ganz schnell auf Toilette. Ja, Gronkh, ein Raum weiter liegt dein Glück. Dein Glück. Ah, hat er beim letzten Mal auf Toilette gehen nicht abgezogen hier, das alte Schweinchen. Tobi ist auch wach. Was ist denn los hier? Das große Pinkeln heute oder was? So, wie sieht's denn bei Frikadelle aus? Die hat natürlich Hunger. Lass mal Frikadelle mal aufstehen. Lecker Saftbraten. Okay, Frikadelle kann ja mal Rührei machen. Alter. Das ist so heftig einfach, ey. Guck dir mal die Oberschenkel an. Frikadella. Auf dem Hinterteil, das Hinterteil von Frikadella ist so groß. Oh. Ach komm, geht natürlich am PC, statt hier seine Herzensdame mal den Tag zu verschönern. Guck mal, die hängt mit den Brüsten im Rührei drin. Alter, das kannst du nicht ernst meinen. Alter, ist das scheiße. Halt die Klappe. Ah, Frikadella ist unsere neue Puffmutter, unsere neue Mutter hier für lecker Essen.
Ah, da butzen wir mal was dir. Ja, der Gronk ist schon hier heftig am Flirten, ja. Na, da kommt der Tobi. Bringt einfach mal den Müll raus. Der Tobi, ne, der ist wirklich einer, muss ich mal sagen, der hier wirklich ein guter Mann ist. Ja, der macht viel... Oh, Frikadelle sitzt. Was ist das denn, Alter? Die hat gerade ein Bild von ihrem Essen gemacht. Wo ist das Essen hin? Ach da, Alter. Patrick, geh lieber weg. Ja, ich sitze hier, Frikadella. Geh da lieber weg, sonst wirst du gefressen. Mmm, lecker, lecker. Mm, oh, ich könnte dich bei der lecker verputzen. Kacke mit Pisse, lecker. Mm. Boah, Alter, das ist... Das ist so abartig teilweise. Oh, 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 oh. Na, bahnt sich die nächste Traumbeziehung an hier zwischen Tobi und Patrick. Ah, es passiert wieder viel im Haus. So, ich erzähle mal gerade viel über mich selber. Ich bin der coolste Mann. Ich bin in TTT der beste Zocker. Ich habe die besten Skills und GTA alleine. Ich bin der Pro aller Pros. Ich ziehe euch alle ab. Lass das nicht den Saraza hören. So. Curry hängt natürlich wieder vor der Glotze und vom PC. Der hat auch nichts anderes zu tun. Benny schläft noch. So, wir lassen Frikadella und Gronk jetzt mal hier hingehen. Mal gucken, dass die beiden ein bisschen flirten. Ihr habt es so gewollt, liebe Freunde. Oh, mein Treppenback ist, glaube ich, auch wieder weg. Okay, cool. Da kommt das Monster, Frikadella. Alter. Ist doch nicht euer Ernst hier, oder? Die bringt sich den Kuchen noch mit, Alter. Das ist doch nicht euer Ernst. Boah. Oh, da hängt ein Pfund am Bildschirm. Muss ich erstmal sauber machen. Was? Sorry, das Niveau ist weit unten, nachdem ich Frikadella gesehen habe. Oh, Gronk musste in einer Stunde zur Arbeit. So, Frikadella, könnte sich auch mal einen Job suchen als Putzfrau oder sowas. Nackt natürlich. Ah, setz dich mal da hin. Tombra. Boah, die Stimme, Alter. Gronk, flirte doch mal ein bisschen hier, komm. Romantik. Flirten. Bevor Gronk zur Arbeit muss, hier, komm. Oh, jetzt. Macht er den ersten Schritt. Gronk geht aufs Ganze. Oh, dich könnte ich verputzen. Zwischen meine Achseln könntest du leben. Mir die Haare rauszupfen, ihr Schweine, ihr. Oh, meine Augenbrauen sind zusammengewachsen. Ich zupfe mir die immer mit der Zange. Boah. Frikadella ist irgendwie hängen geblieben. Oh. Tobi, geh lieber weg, ey. Ja, ich weiß, ekel dich an. Verstehe ich natürlich. Benny pennt immer noch. So, der Gronko muss gleich zur Arbeit. Was ist hier los? Oh, Frikadella muss pinkeln. Ab da, Schüssel, der Pfund in den Porzellanexpress. So, bah. Okay, Gronk flüchtet, glaube ich, freiwillig. Oh, was ist mit mir los? Ich bin traurig. Oh, ich denke an den Taros. Gronk ist zur Arbeit. So, was ist hier wieder los? Tobi steht wieder in der Küche. Oh, Tobi denkt an Liebe. Hat auch einen schönen Gesichtsausdruck heute drauf. Der gute Tobinator. So, der macht erstmal ein neues Follow-Let's Play. Ja, Curry und Dennis sprechen über ganz wichtige Themen, und zwar über die neue alte Sly-Folge. Ja, weißt du, wo wir Polizisten gespielt haben? Nein. Und er geht weg. Oh, ich gehe schon wieder zu Una. Warum traue ich denn so viel um den Sascha immer? Der Sascha. Taros, es war so schön mit dir. Topfarbe ändern.
Überwuchung trimmen. Oh, Gartenfähigkeit habe ich gelernt. Alles klar, mach. So. Frikadella läuft natürlich wieder hier rum. Was hat sie vor? Als nächstes natürlich... Oh, aufräumen. Frikadella will aufräumen. Boah, Alter, wie die läuft, ey. Tobi, geh lieber weg da. Ne, Frikadella, ich glaube nicht, dass das die Teller sind. Ich würde mal die Brüste anheben. Macht er jetzt? Man sieht doch nichts vom Bildschirm. Das ist dumm, ey. Ich sitze hier und pop mir am Kopf. Das ist doch nicht euer Ernst. Wer auch immer Frikadella gemacht hat, ich habe den Username gerade nicht gesehen. Vielen, vielen Dank dafür. So. Ja, Tobi, dann räum doch mal auf. Mann. Muss ich alles mal jetzt selber machen. Achso, ich kann das ja einfach da reinziehen, glaube ich, ne? So. Wo ist denn unser Hausmeister? Ne, Sarazza, du machst... Ne, mach mal den Müll leer. Wollt ihr wieder zocken gehen, weißt du? Wo sind wir denn hier? Da müssen wir unsere Dreierbeziehung gleich mal anfangen. Wenn der Kong arbeiten ist. Oh. Wenn der Sarazza Hunger hat, soll er doch einfach mal ein Gespräch mit Frikadella führen. Über neueste Spiele reden. Ja, der Curry hat nur Zock im Kopf, merkt ihr das? Da geht er wieder zocken hier, die Wurst. So, der Tobi kennt ja schon mal, wie spät haben wir? Ah, nun kein Mittagessen machen. Zusammen sitzen stand da gerade. Oh, der Sarazza ist gelangweilt, weil alle PCs besetzt sind. Ne, oh, was macht er jetzt? Ah. Oh. Oh, die Chemie stimmt nicht. Frikadella ist angewidert vom Sarazza. Muss fast kotzen. Was ist denn da los? Okay, müssen wir mit Frikadella alles ein bisschen anders. Piguna aim judo. Lisserack. Lumberg. Oh, Wavine. Oh, Yabahorm. Grinea. Pandale. Lindsay Nurska. Lexinos, Nibahana, Umfra, ha 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 Schloaf. Ah, Niso. Wo geht das Ungetüm hin? Boah, bitte nicht bücken, Frikadella. Oh mein Gott. Und wie das weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge von D-Sims 4. Ja, der Gronkh kommt ja bald wieder von der Arbeit. Und dann geht das Flirten weiter. Heftiges Flirten. Und der Sarazza wird sich auch mal ein bisschen an Frikadella ranschmeißen. Ah ja. Aber es muss natürlich erstmal gekocht werden. Und zwar Meisterkoch Tobi muss mal hier lecker Mittagessen machen. Machen wir einfach mal was hier. Und zwar ein Gummini. Ein Gummini. Ein Gummi. Dings. Gericht zubereiten. Und das seht ihr in der nächsten Folge von Die Sims morgen um 13 Uhr. Vielen Dank fürs Zusehen und habt noch einen schönen Tag. Und schreibt doch mal, wie ihr die neue Frikadella findet und ob ihr euch eine Beziehung zwischen Frikadella, Gronkh und Sarazza vorstellen könnt. Ciao!